Hallo, lieber Graf. Moin, moin. Sag mal, wo sind wir hier denn gelandet? Wir haben uns mal gedacht, wir müssten irgendwie mal ein bisschen mehr über Psychologie erfahren. Und was eignet sich mehr dafür als die Die guten. Bravo.de Psychotests? Genau. In guter alter Manier wollen wir mal herausfinden, wie wir im Kopf wirklich ticken. Scheiße, was auf Freud und Co. Denn die wahren Erkenntnisse kriegst du nur über die Psychotests der Bravo. Genau. Und da wollen wir uns einfach mal auf einlassen, was da so bei rumkommt. Ja. Genau. Wie wollen wir das starten? Finde ich eigentlich eine gute First? Idee. Also die Bravo.de Tests, Ja. falls du es noch nicht wusstest, die sind auch quasi eigentlich weltweit auch anerkannt als legitimes Mittel. Ja. Wissenschaftlich Um fundiert. rauszufinden, was, wie man denn eigentlich so tickt, ne? Also, Genau. ja, und Genau. ich. In den Bereichen Lifestyle, Sexualität und so weiter macht kein anderer Psychotest den Bravo-Test was vor, ne? Das ist richtig. Also, Und da müssen sich andere schon hinten anstellen in der Schlange. ja, und jetzt hatte ich mir so überlegt, wir suchen jeweils dem anderen einen Test aus, den er machen muss. Eieieiei. Ja, wer will denn anfangen? Möchtest du Ja. gerne erst gefragt werden oder fragen? Ja, ich möchte erst gern gefragt werden. Okay, dann suche ich mir jetzt einen aus für dich. Das Ja, ist gar nicht so einfach. damit wir auch mal jetzt quasi selber für uns sehen, woran wir denn eigentlich sind am anderen, ne? Genau, richtig. Dann sind ja schon ein paar möchte ganz gute dabei, ne? Ich finde auch, aber da ist natürlich jetzt auch die Frage. Ich glaube, ich möchte für dich den Test machen. Wie wirst du gerne geküsst? So, Ich lieber wusste Fürst. es. Jetzt pass mal auf. Ja. Warnung, dieser Test könnte das starke Verlangen in dir auslösen, sofort jemanden abzuknutschen. Sag doch schon mal den Leuten um dich herum Bescheid. Los, stack's mal durch deine Unterwasserbasis zum Handlanger. Richtig. Er soll sich schon mal nackig machen. Ist das geil. Hier geht's los. So. Oh, das sind übrigens nur 7 Fragen, ne? Oh, der geht ja dann schnell. Der geht schnell, ja. Welcher Kuss bringt dich zum Schmelzen? Ja. Frage 1 von 7. Stell dir vor, du steigst in einen Aufzug. Als sich die Türen schließen, quetscht sich im letzten Moment A. ein unbekannter Junge herein. Das ist bei mir übrigens C. B. dein Schwarm dazwischen. Oder C. Harry Potter rein. Was ist Achso, bei dir ist andersrum, ne? Ja, aber ich verstehe jetzt die Frage nicht. Was, stell dir vor, ja, da stell dir kommt vor. Einer rein. Wer ist da? Oh. Los jetzt, du musst dich jetzt wirklich auch mal reinfühlen in die Situation. Stell dir vor, du läufst aus deiner Unterwasserbasis in die Innenstadt und zack, erwischt noch gerade den Aufzug und im letzten Moment geht die Tür zu und jetzt kommt jemand rein. Wer ist das? Ja, aber da kann ja nun jeder reinkommen. Das ist ja nun völlig Wurst, wer da in den Aufzug kommt. Weil da steht ja nun nicht, was passiert denn da? Jetzt fühl dich erstmal hinein in die Situation. Ja, okay. Ich jetzt überleg mal, was passiert, wenn da wirklich Harry Potter reinkommt. Ich steige in den Aufzug in meiner Unterwasserbasis und fahre jetzt hoch. Ja. Jetzt im letzten Moment. Ja, Harry Potter, den habe ich noch nie hier in der Unterwasserbasis gesehen. Ja, der unbekannte Junge in der Unterwasserbasis, der ist recht scheu, den sieht man nie. Der kommt nie hinterm Ofen vor. Ja, ja, dann, ja, dann wohl dein Schwarm. Wird es wohl die Fürstin sein. Der Schwarm. Okay, dann klicken wir den mal an. Ja. So. Zweite Frage. Verwirrt schaust du ihn an? So denn ihn eigentlich? Wir sind doch bei Bravo Girl hier. Ach so. Fühl dich doch mal rein jetzt. Ach so. Jetzt muss ich. Dann muss ich nochmal zurück. Dann doch Harry Potter. Dann Harry Potter.
Verwirrt schaust du ihn an. Unterm Arm trägt er ein Päckchen mit großer Schleife, ein Strauß Rosen, eine Luftmatratze. Hey, wer fragt hier eigentlich? Okay. Ja, nun stell dir vor, dein Schwarm, die Fürstin kommt da noch rein. Was trägt sie? Ein Päckchen mit großer Schleife, ein Strauß Rosen oder eine Luftmatratze. Also eine Luftmatratze wäre eigentlich mein Favorit. Dann kommt nämlich die Luftmatratze. Ja. So. Ja. Nummer 3. Lies weiter. Kling, fünfter Stock, die Tür geht auf. Plötzlich stehst du mitten A, in einem dunklen, nebligen Wald, B, auf einer Party, C, in einer Blumenwiese mit lauter bunten Schmetterlingen. Jetzt also der... Wo dein Aufzug aus der Unterwasserbasis hochkommt. Der Unterwasserbasisaufzug, der kommt eigentlich direkt aus dem Gulli. Mitten in der Innenstadt. Von Unna. Von Unna. Ja, du bist aber echt mal dein Ideenreichtum gefragt, lieber Fürst. Ja. Also, die Fürstin mit der Luftmatratze, wo landet ihr? In einem dunklen, nebligen Wald, auf einer Party oder in einer Blumenwiese mit lauter bunten Schmetterlingen? Ja, natürlich auf der Blumenwiese, oder? Wunderbar. Ja. Also, ich möchte jetzt mal ehrlich fragen, was hat das Ganze jetzt mit Küssen zu tun? Das weiß ich auch noch nicht. Ob wir noch dahin kommen? Hm. Frage 4. Der Typ neben dir, beziehungsweise die Typin neben dir, grinst dich an, als ob er, schrägstrich sie, nichts anderes erwartet hätte. Er, schrägstrich sie, sagt, hoffentlich gefällt es dir hier. Willkommen im Wunderland. Ist das nicht der Hammer hier? Willkommen im Wunderland. Das ist das Ärzte. Was hat das mit Küssen zu tun? Wie heißt er noch von Pur, der Sänger? Abenteuerland. Ja, aber wie heißt er noch? Hartmut Engler. Hartmut Engler. Ich stelle mir vor, jetzt geht die Tür auf. Hartmut Engler steht vor dir. Oh Gott, why? Verkleidet als Harry Potter. Ja. Willkommen. Aber ehe du antworten, also Frage 5. Ja. Ehe du antworten kannst, ist der Typ, die Typin weg. Trotzdem erkundest du allein die Gegend, aber schon nach wenigen Metern versperrt ein Hindernis deinen Weg. Es ist A, eine hohe Mauer, B, ein riesiger Baum, C, ein reißender Fluss. Ja, aus Solidarität zu den neuen Bundesländern ist das eine hohe Mauer. Ich möchte echt noch wissen, was das mit Küssen zu tun hat. Ja, das weiß ich auch nicht. So, Frage 6. Wir kommen auf die Zielgerade. Du überlegst, wie du nun weiterkommen kannst und beschließt dann, dich A, von einem Ballon auf die andere Seite bringen zu lassen, wie Tarzan an einem Seil rüber zu schwingen, von einer Kanone hinüberschießen zu lassen. Jetzt rate, was ich antworten werde. Ja, auf jeden Fall die Kanone. Ja, natürlich. Der Spaß- und Schießgesellschaft. Ja. Es macht einen Knall. Knall, ja, das passt auch. Und du wachst in deinem Bett auf. Es ist kurz nach 3 Uhr nachts. Du bist A, schweißnass und völlig außer Atem. Putzmunter und bereit für neue Schandtaten. Traurig, dass alles nur ein Traum war. Da schwanke ich jetzt zwischen putzmunter und traurig. Ja. Ja, dann rufe ich aber den Graf an und bin putzmunter. Putzmunter. Für neue Schandtaten. So, jetzt kommt das Ergebnis. Die Auswertung. Der Heimliche. Oh. Du bist der Heimliche. Du suchst immer das Besondere, Exotische. Der Kuss deines Lebens steckt voller Tabus. Die Situation könnte sich so abspielen. Du bist mit deiner Clique im Kino. Bei einer heißen Liebesszene schielst du verlegen zu deinem Kumpel rüber. Eigentlich wollt ihr nichts voneinander. Für einen Moment spielt das keine Rolle. Du merkst, wie er dich ebenfalls mustert. Er legt seine Hand vorsichtig in deinen Nacken. Dein Herz pocht wie wild, als ihr euch kurz, aber intensiv küsst. Das darf niemand sehen, schießt es dir durch den Kopf. Und dann, eine Sekunde später, tut ihr so, als wäre nichts gewesen. Eine knisternde, homoerotische Spannung liegt in der Luft. Ja. Puh, ja, ich muss jetzt... Also mit dieser Rolle kann ich mich zu 100% identifizieren. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das jetzt so gelesen habe, ist meine Hand unter die Decke gewandert. Ja. Ah, lustig. Geil. Ja. Cool. Mhm. Ja. Also, ist der Heimliche. Ja, finde ich gut, ja. Passt. Ja, ich gehe mal zurück zu den Tests. Ja, ich muss da auch mal eben hin. Und jetzt müssen wir noch einen für dich finden. Also, ja, das war doch schon mal aufschlussreich, ne? Jeder, der jetzt schon mal wissen wollte, wie gerne der Fürst geküsst wird, der hat jetzt das eindeutige Ergebnis, der Heimliche. Ja. Nachdem wir eindrucksvolle Fragen, die ja. Wissenschaft immer schon gebraucht hat. Ja. Wie gern wirst du geküsst? Der Heimliche.
Oh Gott. Von Hartmut Engler damit zu tun. Ja. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ja, los, hau raus. Ja, Also ich wollte erst nehmen, wie romantisch bist du? Oh, geil. Aber oh, da jetzt schon so viel erotische Spannung hier in der Luft liegt und wir uns sonst noch jetzt alle Kleider vom Leib reißen, möchte ich doch nehmen, bist du klatschsüchtig? Okay. So, also lieber Graf. Ja, warte mal, ich muss den mal eben... Ja, ich lese schon mal vor. Ja. Wie ja. kennst du dich im Leben der Stars und Sternchen aus? Und wie wichtig ist dir das? Gerüchte, News und heiße Fakten. Bist du immer auf der Suche danach? Und was sind deine Beweggründe? Willst du die Erste sein, die brandneue Secrets verbreitet? Nimmst du einfach gerne Anteil am Schicksal der Stars oder kennst du dich im Leben der Stars womöglich besser aus als die Stars selber, als bei deiner eigenen Family und deinen Freunden? Mache den Test und checke deine Klatschsucht. Ja, wunderbar. Finde ich gut. Also, oh, das sind 10. Ei. Das könnte ein längerer Podcast werden. Mhm. Okay, lieber Graf. Ja, hau raus. Welche dieser Aussagen über ihre Vorlieben stammt von Britney Spears? Die anderen beiden, falls du dich das fragst, sind von Ashanti und Orlando Bloom. Ich liebe Erdnussbutter und Marmelade. Ich liebe Fußball und bin ein großer Fan von David Beckham. Ich liebe es, Comics im Fernsehen anzuschauen und Cookie-Eis zu essen. Ach du Scheiße. Die alte Britney, die kennt sich auf keinen Fall mit Fußball aus. Ach, tut sie einfach so. Ich nehme die Erdnussbutter mit Marmelade. Wir locken es ein. Okay, Oscar-Geflüster. Oh. Als Howard Hughes in The Aviator hat Leonardo DiCaprio mit einer Krankheit zu kämpfen, die ihn auch im wahren Leben belastet. Welche ist es? Leonardo leidet an Zwangsstörungen. Leonardo leidet an Heuschnupfen. Leonardo leidet an einer Weizenallergie. Der hat eine Weizenallergie, der darf kein Bier trinken. Oh Gott. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber bestimmt leidet er an Heuschnupfen. Ich hätte auf die Weizenallergie getippt. Ja? Oh Gott. In welchem Outfit würde Cameron Diaz heiraten? In einem Bikini, Indianerkleid oder ein Kleid aus weißer Seide? Woher soll ich denn so einen Scheiß wissen? Oh Gott, keine Ahnung. Kleid aus weißer Seide. Alles klar. Ich merke, ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Und ich frage mich auch, why? Welches Tier haben sich Nupagadi zum Band-Symbol gewählt? Ein Wer? Wer? Nupagadi, das ist diese Nuss-Nougat-Creme gesponserte Band. Ja. Nee, waren das nicht die, das waren doch hier, das war doch zweite Staffel Popstars damals. Aha, hört zu hier, liebe ja. Leute. Ich bin klatschsüchtig. Hätte ich mal mit dem Fürsten diesen Test gemacht. Ja, ein Hasen, ein Löwen oder ein Wolf? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich nehme einen Wolf. Ich muss sagen, ich finde den Test recht langweilig. Ich hätte doch nehmen sollen, wie romantisch bist du. Ja, aber das ist okay. Das können wir irgendwann nochmal machen. Genau. Okay, zwischen welchen zwei Jungs kann sich Rory aus der angesagten Vox-Serie Gilmore Girls nicht entscheiden? Jess das und Patrick? Das weiß ich sogar. Echt? Ja, das weiß ich. Dann sag. Das ist Jess und Dean. Alles klar. Das weiß ich so. Ich muss mich als Gilmore Girls-Gucker outen. Aha, ja, so geht's los. Ja. Was verbindet Rachel Bilzen? Bilzen? Das war ein Rap. Ja. Uden hier übrigens, ne? Schönen Rechtschreibfehler auf Bravo.de. Uden. Was verbindet Rachel Bilzen, Uden Adam Brody von OC California im echten Leben miteinander? Das ist nochmal die Frage, ich habe die nicht ganz verstanden. Keine Ahnung. Sie sind Halbgeschwister, sie wollen den nächsten Film zusammendrehen oder sie wollen dieses Jahr noch heiraten. Jetzt, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, die wollen noch heiraten. Jetzt fragt sie sich noch, sich gegenseitig oder jeweils jemand anderen? Jeweils einen anderen. Mhm. Ich sag heiraten. Wahrscheinlich sind die zusammen. Rachel Bilzen, Uden. Kann man auch zwei Antworten nehmen? Sie sind Halbgeschwister. Und? Gut.
Welche Geschmacksrichtung mag Justin Timberlake bei seiner Lippenpflege? Vanille, Erdbeer oder Schokolade? Die drei Klassiker, ne? Die Fürst-Pückler-Rolle. Königsrolle. Ja. Bei seiner Lippenpflege. Ach du Scheiße. Das ist wahrscheinlich so ein Erdbeerfetischist. Kann ich mir auch. Ich nehme die Erdbeere. Erdbeere. Auf was reagiert die flippige US-Sängerin Pink total allergisch? Auf Katzenhaare, auf Nüsse oder auf Pferdehaare? Ich würde sagen, auf gute Musik. Ja. Keine Ahnung. Auf Nüsse. Auf Nüsse. Wer sollte eigentlich mit Nelly den Song Till Your Headbag singen? Welchen Song? Till Your Headbag. Britney Spears, Beyoncé oder Alicia Keys? Also jetzt muss man das Ausschlussverfahren. Wer sollte eigentlich, heißt ja, dass schon jemand vorgesehen war, aber das dann nicht zustande kam. Ja, du darfst aber jetzt nicht recherchieren. Mache ich auch nicht, aber ich sag mal Britney Spears, weil das vielleicht einfach in diese Phase fiel, wo die Alte sich da die Haare weggemacht hat. Und da hat sich der Nelly gedacht, ja, Glatze habe ich selber. Ja, haben wir schon im Video. Okay, Britney Spears. Ich bin die einzige Glatze im Video. Ja. Okay, bei den Dreharbeiten, zu welchem Film soll es zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie gefunkt haben? Mr. und Mrs. Jones, Mr. and Mrs. Smith und Mr. and Mrs. Schmidt. Ja gut, die Nummer die weiß ja jeder, glaube ich, ne? Das ist natürlich Schmidt, ne? Ja. Nee, die Smith. Alles klar. So, jetzt kommt die große Auflösung. Oh, oh. Graf. Und? Du bist klatschsüchtig. Man könnte es auch vielseitig interessiert nennen. Nein. In Sachen Showbiz kann dir keiner was vormachen. Du weißt immer, wo du die neuesten Infos herbekommst. Nein. Und gibst auch mal mit deinem Wissen an. Du würdest einen Klatschreporter abgeben. Vergiss aber bei all dem Star-Rummel nicht, dass dein eigenes Leben mindestens so aufregend wie das der Promi sein kann. Kann. Ne? Kann. Alles muss, nichts kann. Du musst deine Welt nur etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ja, was schade ist, ist, dass sie jetzt keine Einzelauswertung der Fragen haben. Ja gut, das scheint ja darauf hinzudeuten, dass ein bisschen was richtig war. Ja. Oh, scheiße. Ich weiß ja nicht, ob ich das erschreckend oder traurig finden soll. Ja. Aber wie dem auch sei, herzlichen Glückwunsch, lieber Graf. Du bist offiziell klatschsüchtig. Sagt der Heimliche. Ah. Heimliche. Ja, ja, super. Also ich finde, wir sollten dem Ganzen nochmal ein bisschen auf die Spur gehen. Ich präsentiere mein Ergebnis mal morgen in der Uni. Ja. Irgendein Psychologieprofessor. Ob das wirklich stimmen kann. Ob das so stimmen kann. Ja, witzige Nummer. Ihr habt gesehen, eigentlich im Grunde vollkommener Quatsch. Aber es ist auch was Wahres dran, ne? Aber es ist was Wahres. Lust. Ich kann das aus Überzeugung sagen, der Fürst ist wirklich ein heimlicher Küsser. Oh ja. In diesem Macht es gut. Ciao. Tschüss.